Ich habe mal den Sitzplatz jetzt anders gewählt, vielleicht komme ich jetzt doch zu Wort. Den Witz habe ich schon erzählt, habe viel gesungen bei Hochzeiten und dann, sie haben so eine schöne Stimme, hat die eine gesagt, oh, warum singen Sie so laut? Ne? Das ist ein Männerwitz und dann hieß es, daheim habe ich nichts zu sagen. Aber jetzt mal zum ernsthaften Thema, zum Gebührenbürgerentscheid. Nicht so schnell reden, sonst kommen wir aus dem Tritt. Ne? Die fahren jetzt auch zur Kirche, haben Sie das gehört? Motor an. Zur Kirche könnte man aber zu Fuß gut hinlaufen. Und in Walderstadt ist es so ähnlich. Bürgerentscheid über Windkraft vom 9. Juni. Ich habe mich mit Ja positioniert. Und da geht es nicht darum, um Windkraft grundsätzlich. Das wird verdreht, das stimmt nicht. Es geht darum, ob die Windkraftanlagen auf Gemeindeflächen im Wald beispielsweise errichtet werden sollen oder nicht. Wenn man Nein sagt, dann werden Private das an Land holen. Und die Diskussion um den Windatlas, ob der richtig ist oder falsch, das ist unseriös, das ist unsachlich. Wer was sagen will, muss mal ein bisschen vernünftiger argumentieren, wenn er mit mir reden will. Also ich bin ja gelernter Naturwissenschaftler, Umweltberater und war lange Jahre in einer Behörde als Abfallberater tätig. Wer da so Gesülze kann ich nicht gebrauchen, wenn einer was sagen will. Und weiß, von was er spricht, ist gut. Aber bitte die Quelle dazu sagen, keine Fake News. Und Gregor Gysi hat ja gestern auch einmal über Fake News gesprochen. Da ist eine andere Stimme, da läuft einer durch, babbelt über die Neubauten. Das gefällt ihm irgendwie nicht. So schwäbisch. Ne? Ja, aber 2 Minuten genügen hier am Sonntag. Die Sonntagsruhe, die ganzen Handwerker brauchen auch ein bisschen Sonntagsruhe. Und samstags war auch frei. Das haben die Gewerkschaften erkämpft in Westdeutschland. Da weiß ich das. Mein Vater hat noch samstags gearbeitet. Ich bin sogar noch samstags in Schule gegangen. Mit dem Bus. Ich muss nach Durlach runterfahren. Mit dem Bus 6 Kilometer. Einmal bin ich mit dem Traktor sogar gefahren und 2-3 Mal mit dem Fahrrad. Vor dem Abitur. Aber jetzt wird es zu lang. Interessante Gedanken. Gregor Gysi hat auch aus der Vergangenheit viel gesagt, hat aber am Schluss den Bogen gespannt, was künftig die Linke vorhat und hat dann 5 Sachen erwähnt in seiner Reihenfolge. Ich habe eine andere Reihenfolge, aber in seiner Reihenfolge war das ganz gut. Ich hoffe, dass jemand mitgeschrieben hat und das dann auch entsprechend rezitieren kann. Na? Schönen Sonntag noch.